Hallo und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Yay, Party. Okay, wo stehen wir? Ich habe noch ein bisschen was ausfindig gemacht, nicht ganz so viel. Zum einen hier nochmal ein bisschen für mehr Kupferkabel gesorgt, denn ja, so ein elektronischer Schaltkreis braucht 3 Kupferkabel. Das heißt, wir produzieren jetzt pro Schritt, also nicht wir produzieren, wir transportieren pro Arbeitsschritt von diesen Greifarmen 3 hier rein. Das heißt, wir sind praktisch fertig. Das heißt, die einzige Verzögerung, die wir haben, ist die Geschwindigkeit von den Greifarmen. Ihr seht, das dauert trotzdem noch einen kleinen Moment. Also theoretisch bräuchte ich sogar noch mehr, damit es gut wäre. Ich weiß gar nicht, kann ich? Nee, war mir klar. Okay. Ja, also im Endeffekt, es fehlt sogar noch ein bisschen Kupferkabel, damit es wirklich schnell laufen würde, aber naja. Egal, es geht erstmal. Wir haben auch hier jetzt ordentlich angestaut schon. Die Kiste ist voll. Die Kiste ist fast voll. Die Kiste hat auch noch ein bisschen was drin. Ja, wir stauen langsam an. Das heißt, wir haben langsam unsere Produktion soweit fertig. Und, achso, weil ich gefragt wurde, in den Kommentaren, ich weiß nicht, ob derjenige noch zuguckt, ich muss es auch nochmal in den Kommentaren beantworten, was das überhaupt für ein Spiel ist und worum es hier geht. Das Spiel nennt sich Factorio, und der Sinn dieses Spiels ist, dieses Ding zu bauen, ein Raketensilo, und dann mit der Rakete vom Planeten abzuhauen, denn wir sind auf diesem Planeten Bruch gelandet. Und unser Ziel ist es, die Umwelt zu zerstören durch Automatisierung und Umweltverschmutzung. Und die Ausbeutung des Planeten. Ja, halt damit wir die Rakete bauen können und wegfahren können. So, und dafür bauen wir gerade dieses ganze Zeug. Und das Problem ist, wir haben im Moment, ich bin kein Umweltverschmutzungsfreund. Und alles, was hier so rot ist, was man hier vielleicht so ein bisschen sehen kann, hier dieses Rot, das ist Umweltverschmutzung. Und wenn diese roten Punkte, das sind Aliens, diese Umweltverschmutzung riechen, dann werden die sauer und greifen mich an. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir reduzieren jetzt erstmal die Umweltverschmutzung, so gut wir es irgendwie möglich machen können. Und das haben wir eigentlich schon relativ gut gemacht. Das Ding hat eine Umweltverschmutzung von 0,36. Das Ding hat eine Umweltverschmutzung von 0,36. Die haben noch ein bisschen mehr. Das heißt, theoretisch, wenn wir sie upgraden und dann mit den Dingern machen, sind sie ja noch besser. Und wir haben ja jetzt ein paar Schaltkreise über. Und die Produktion scheint auch relativ gut zu funktionieren. Wir haben hier unser Backlog. Wunderbar. Wir können hier noch einen vierten dazuschalten, wenn wir wollen. Das sollte alles kein Problem sein. Okay, wir brauchen Eisen. Was auch kein Problem sein sollte. Den nehmen wir aus dem obersten. Da ist ja eh hier immer so ein bisschen. So. 1, 2, 3. Achso, wir haben. Mensch. Schaltkreis haben wir hier. Okay, 1, 2, 3. Und dann bessern wir nämlich nochmal hier unsere Kupferproduktion ein bisschen auf. Wenn das juckt. Also unsere Kupferkabelproduktion. Einmal hier. Und dann auch nochmal da ein Modul rein für Effizienz. Dann das gleiche, wenn es fertig ist, hier nochmal. So. Und dann können wir theoretisch, hier unten haben wir noch einen Platz frei. Das wäre dann zum Beispiel für Produktivitätsmodule oder so, können wir es dann schön nutzen. Ja. Und was ich halt jetzt gerade mache, für die, die sich wundern, halt diese Automatisierung. Dieses automatische Herstellen von, das sind Grundkomponenten. Hier zum Beispiel so elektronische Schaltkreise, Zahnräder oder Kupferkabel. Hier noch erweiterte Zahnräder und das hier sind halt so Module, die entweder es schneller machen, dafür aber mehr Energie kosten, oder die Effizienz steigern. Ja. Und das heißt praktisch weniger Stromverbrauch. Weniger Stromverbrauch, weniger Umweltverschmutzung, schnellere Leistung durch erhöhte Maschine halt jetzt zum Beispiel in diesem Zustand. Also es ist, die machen es nicht schneller, sondern bräuchten wir das andere Modul, aber es sorgt für Umweltverschmutzung und die wollen wir nicht. So, und jetzt bin ich am Überlegen. Ich gehe mal ganz kurz in die alte Base. Ich will mal gucken, was wir da jetzt überhaupt noch brauchen. Ich habe ein paar Effizienzmodule noch.
Und nutzen wir jetzt erstmal alle, die ich nutze hier von denen, ne? Die haben schon Volleffizienzmodule drin. Okay, die sind gerade deaktiviert, aber man weiß ja nicht, ich weiß noch, wo ich welche reinpacken kann. Dieses Ding und unsere Chemiefabrik. Hat nicht die höchste Umweltverschmutzung, aber wann immer es geht, und es senkt natürlich auch den Stromverbrauch. Was natürlich nur hilfreich sein kann. Okay. Dann gucken wir mal ganz kurz nach. Komme ich hier rein? Ja. Okay. Alle Klärchen. So, die Dinger hier sind zum Beispiel auch ein Problem. Diese Hochöfen fressen Kohle und haben eine Umweltverschmutzung von 3,6. Die haben eine sehr geringe Umweltverschmutzung. Dann haben wir auch Lichtbögenöfen, die komplett mit ohne alles sind, aber haben trotzdem eine geringere Umweltverschmutzung halt als so ein Hochofen. Weil, ist ja logisch, so ein Ding, was mit Kohle betrieben wird, verdampft natürlich wesentlich mehr. Ist nur die Frage, worüber generieren wir eigentlich diese gesamten Umweltverschmutzung? Das Einzige, was ich weiß, hier unten haben wir auf jeden Fall langsam nichts mehr über. Okay. Das können wir nochmal abbauen vielleicht. Wo ist jetzt da? So. So. Dass wir da nochmal das Zeug abbauen. Und dann neigt sich hier das Eisen langsam dem Ende. Und dann wird diese Produktion hier irgendwann komplett lahmgelegt. Denn wir brauchen es nicht. Brauchen es einfach nicht. Wozu auch? Wir bauen was wesentlich Besseres, was hoffentlich auch effizienter ist. Und dann müssen wir nur schauen, dass wir wirklich die Umweltverschmutzung noch ein bisschen wegkriegen. So. Nun denn. Was automatisieren wir als nächstes? Wir haben jetzt auf jeden Fall die Module. Ja, schon mal ganz schick. Also, wir brauchen im Endeffekt Tränke, möchte ich gerne trotzdem nochmal automatisieren. Die werden wir aber relativ leicht automatisieren können. So wie ich mir das vorstelle und bisher überlegt hatte und gemacht habe im Singleplayer. Die brauchen zum Beispiel Kupfer, Platten, Eisenzahnräder. Das heißt, das würde perfekt hier dazwischen packen, dieses rote. Könnte man hier schön hinpacken. Oder hier. Ja. Weiter vorgeht nicht. So. Die brauchen Greifarme und Fließbänder. Okay. Greifarme machen wir aus den Komponenten, die wir auch hier kriegen. Das heißt, wir können es auch hier drinnen machen. In diesem Zwischenraum. Und dann brauchen wir noch das Zeug, was auch gar kein Problem ist. Das kann auch hier in den Zwischenraum gemacht werden. Das bedeutet, wir könnten theoretisch Zahnräder, das Zeug und mit das den Rest. Bei, warte mal. Was brauchen nochmal die Dinger genau? Was habe ich jetzt gemacht? Abrissplaner. Toll. Ah, ich habe mich verklickt. Wollt gucken, die brauchen nur die beiden Teile, also sind die komplett unabhängig. Das ist ja umso besser. Dann setzen wir uns da mal ran, würde ich sagen. Dass wir uns da mal ein bisschen betun. Hier möchte ich gerne vielleicht noch einen freilassen, falls wir Schaltkreise nochmal transportieren müssen. Es kann durchaus sein, dass irgendwann wir vielleicht nochmal, oder eigentlich nicht. Hier haben wir 200, hier haben wir 200. Also die füllen sich langsam auf hier. Auch unter Last. Was ich relativ lustig finde. Dauert zwar eine Weile, aber es funktioniert. Kann immer ganz gucken. Also theoretisch, hier wäre dann noch so eine Maschine. Hier wäre die nächste. Die produziert uns dann die roten Tränke. Von den roten Tränken machen wir nur einen, denn die gehen vergleichsweise schnell. Wenn wir so einen roten machen, der dauert so lange. So, wenn wir jetzt mal jetzt hier so einen machen, dauert fast genauso lange, wenn ich mir das gerade angucke. Nee. Können, Moment.
können wir... Wir könnten diesen noch machen. Das ist, ach nee. Alte Probleme, wir kriegen es in die gleichen Kisten rein. Das wird nichts. Also theoretisch müssten wir 3er Abstände dazwischen haben. Wo dann eine Kiste in der Mitte ist, wo beide rein chauffieren. Doof. Wobei, wartet mal. Ich überlege gerade. Wir machen die Komplettmontage, ne? Die können wir theoretisch hier unten machen. Dass wir hier oben die Zahnräder und Greifarme machen, auf dem Fließband legen, was dann hier irgendwie runtergeht. Und hier haben wir dann unsere ersten. Das heißt, wir haben, ich ganz kurz, da ist noch ein Fließband, dann einen für den Greifarm. Das heißt, wir haben einen hier und vielleicht noch einen hier. So. Damit hätten wir hier dann die roten Tränke. Rottrank. Die packen hier in die Mitte in die Kiste rein. Da so. Das heißt, das wären unsere roten Tränke komplett. Dafür bräuchten wir dann hier nochmal eine Conveyor Belt, die dann von hier oben abzwackt. Und zwar brauchen wir Kupferplatten, das heißt, wir können Kupfer abzwacken. Okay. Mhm. Frage. Brauchen. Was brauchen? Eisen. Sache ist, die Eisen können wir relativ einfach machen. Das ist die Sache. Wenn wir einfach sagen würden, wir nehmen von hier oben Eisen und Kupfer, packen das auf ein Teil rauf, das geht ja nicht schwer. Leiten das hier runter. Dann haben wir das nicht hier, sondern hier. So. Dann geht hier die Leitung runter. Wobei brauchen. Warte, kleiner Mensch. Die brauchten Kupferplatten, ja. Bräuchten auch noch eine zweite Leitung. Wobei. Den hier weg. Beziehungsweise, Moment. Hier oben würden wir Greifarme herstellen. Beziehungsweise, nee, Moment, nicht Greifarme. Okay, also was ich jetzt vorhabe. Ich will gerne auf der einen Seite Greifarme, auf der anderen Seite Conveyor Belts machen. Die werden beide auf eins dieser beiden Fließbänder gepackt. Eins kommt von oben, ist erstmal egal welches, und eins kommt praktisch von unten. Die beiden packen hier auf dieses Fließband. Hier haben wir Eisen und Kupfer. Hier haben wir Eisen, Kupfer und hier die beiden Dinger. So, Eisen, Kupfer. Macht dann hier nochmal einen runter. Das macht hier nochmal einen runter. Und jetzt brauchen wir im Endeffekt nur die Möglichkeit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Verdammt, ist ein zu klein. Kurz gucken. Verdammt, das wird nix. Es ist ein zu klein. Jetzt passt es ernsthaft wegen einem nicht. Willst du mich doch verarschen? Das hätte so schön klappen können, dass wir praktisch jetzt hier die beiden roten Tränke machen. Also zweimal einen roten Trank, die beiden mit in die Kiste gehen. Hier machen wir zweimal grüne Tränke. Denn die grünen Tränke. Wo sind sie jetzt da? Bauen ja nur Greifarme und Fließband. Das heißt, die beiden Dinger, das hier draufgelegt wird. Das heißt, wir könnten das dann praktisch auch von der anderen Seite schön runternehmen. Nur ich habe keine Lust, 400 Tränke zu puffern. Weil ein Slot heißt 200 Tränke.
Na, ich keine Lust, irgendwie noch eine Kiste zwischenzuschalten. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Okay. Kurz abreagieren. Hier hat es auch gepasst. Durch die Dinger hier. Die das Ding ja eigentlich gar nicht braucht. Da es das ja nicht braucht, könnten wir ja ohne weiteres diesen da machen. Beziehungsweise, weil es schöner ist. Diesen da. Und dann können wir den noch einen hochsetzen und dann wäre das Problem nicht. Das Problem ist, dass du den brauchst. Das heißt, wir haben hier, wir haben ja eh den Unterschied. Wobei. Oder aber. Oder. Entschuldigt bitte. Ich hätte mir vorher Gedanken zu machen müssen. Beziehungsweise ich hätte es einfach genauso bauen sollen, wie im Singleplayer ich da rumgebastelt habe. Also wenn wir die beiden jetzt so haben. Ich baue mal hier ganz kurz eine kleine Stromumleitung. Okay, funktioniert noch. Ist einmal weg. Das ist weg. So, folgendes. Wir machen eine hier. Dann haben wir ein Fließband. Das nimmt vom Fließband. Also praktisch, wir machen hier. Wo sind wir jetzt hin? Grüne Tränke. Hier grüne Tränke. Was braucht das nochmal? Das brauchte. Ah, ich hatte das gemacht wegen den Zahnrädern, ne? Würden diese blöden Teile hier keine Eisenplatten mit nötigen, wäre das alles so viel einfacher. Egal. Okay. Ja. Problem ist, wir brauchen sowohl das Zeug als auch das Zeug. Das heißt, wir kommen nicht drum rum. Ja, dann. Obwohl. Wir könnten das einfach hier oben hinbauen. Hatte ich nicht genügend gemacht? Ich nur zwei gemacht? Komisch. Also wir craften das hier unten und craften dann halt hier oben den Rest. Das heißt, wir haben hier oben jeweils einen Teil noch. Hier kommt das Zeug runter. Das heißt, wir haben hier zwei Teile stehen. Hier kommt dann das runter, was wir haben wollen. Das heißt, wir brauchen bei einem Abstand von zwei. Nehmen wir mal den hier, weil es schöner aussieht. Hätten hier theoretisch noch einen anderen dazwischen und könnten theoretisch auch nochmal, was weiß ich, Kupfer oder Eisen dazwischen schalten. Wahrscheinlich eher Kupfer, weil es ja auf die falsche Seite geht. Na gut, Eisen könnte man hier unten. Ne, ist egal. Also man könnte hier dann noch was dazwischen schalten. Man hätte hier die Möglichkeit, sagen wir so. Und dann machen wir einfach Folgendes. Wir müssen jetzt einmal zwei Verteiler machen. So. Ein Verteiler hier. Das passt nicht. Moment. Das heißt, die nehme ich. Wir kommen hier raus. Das heißt, wir haben das Kupfer auf jeden Fall auf der Seite. Sache ist die, wir müssen das Eisen jetzt auf die andere Seite kriegen. Das heißt, wir müssen auf diese Seite hier kommen. Wie machen wir das? Das ist eine gute Frage, auf die es sicher auch gute Antworten gibt.
Das ist die falsche Seite. So, im Endeffekt so. Ach nee, es wird nichts. Ah, Moment. Was will ich hier tun? Was will ich hier eigentlich gerade tun? Das Ding geht nach... Ah, jetzt kommt langsam wieder die Erinnerung, wie ich das gemacht hatte. Habe ich das wirklich so gemacht? Warum? Gut, ich meine... Ja, na gut, machen wir es ja so. Was einmal funktioniert, soll man ja nicht ändern. So. Nein, falsch rum. Okay. Gut. Nicht das Schönste. Es funktioniert aber. Okay. Jupp. Jupp. Dann können wir hier theoretisch das auch wieder wegnehmen. So. Ich habe auch hier schon mal schnelle Fließbänder hingemacht gehabt. Bis hier oben und dann ab hier nicht mehr. Ist ja auch erstmal vollkommen in Ordnung ist. Okay, was braucht das? Braucht Eisen. Das braucht Eisen. Theoretisch brauche ich das Kupfer gar nicht mehr, bis hier runter zu nehmen. Wobei, warte mal. Ich brauche nur Eisen runter zu hauen. Die Dinger brauchen ja gar kein Kupfer. Tue ich hier. Ich habe vollkommen vergessen, dass die da unten ja gar keinen Kupfer brauchen. Die brauchen hier nur rein Eisen. Das komplette Zeug. Haha, das macht es ja noch einfacher. Okay. Habe ich nichts gesagt. So. 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 Und. Nein. So. So. Und dann kommt jetzt hier einmal Eisen. Wunderbar, die freuen sich. Kriegen auch gleich mal hier noch ein paar schnelle. Ein hier. Hier so ein. Okay, und der packt dann da drauf. Sowie so. Sollte ja in der Theorie funktionieren. Was die Praxis sagt, ist was anderes. Und die Praxis ist uns erstmal egal. Okay. Können wir erstmal hier diesen dann machen. Fällt mir gerade auf. Bevor wir jetzt hier rote Tränke. Nein, das da. Rote Tränke. Okay. So. Einmal noch ein paar Masten. Epische Strom. Passt das schön. Schön ist was anderes, aber passt. Okay. Mal hier hin. Bin sich natürlich nicht mehr. Sollte es auch. So. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Haben wir hier so eine kleine Durststrecke dazwischen. Das sollte relativ. Nein, ist nicht egal. Genau an der Stelle brauchen wir es. Ach, das ist doch nicht wahr. Wir müssen ja die Eisenzahnräder holen. Oh, du willst mich doch verarschen. Nein! Nein, warum? Da ist ein Fehler in der Konstruktion. Wir haben das gebaut. Mensch. Das nervt schon wieder. Okay. Mensch, einmal das dahin. Beziehungsweise wir packen das mal ganz nach unten. Und dann mal normale Greifarme können wir auch noch mal ein paar machen. Wollen nicht ganz so verschwenderisch sind. Toll! 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 Einfach toll! Ich krieg ja nicht mal die Dinger hier oben hingestellt durch dieses blöde Verteilerfließband.
Alles doof. Wir können zwar hier unten das Eisen nochmal tauschen. Würde das was ändern? Wenn wir das Verteilerfließband einmal da drüben, dann können wir das hier hinsetzen. Das heißt, es ginge bis da. Das heißt, das können wir hier hinsetzen. Was aber nichts ändert, weil das Ding muss ja auch noch gesetzt werden. Was wäre denn hier irgendwo? Das geht nicht. Dann machen wir einen einfachen kleinen. Meine Güte, ist mir jetzt auch egal. Theoretisch könnte ich auch hier einfach Umspannwerk hinpacken, ne? Würde einen Haufen Probleme lösen. Ich glaube, das mache ich. Hier ein Umspannwerk. Das weg. Natürlich nehme ich das Ding weg. Greifarme. Die Dinger. Okay. Theoretisch stehen jetzt die noch mit drin. Wir haben jetzt hier ein bisschen was doppelt. Aber ist doch mal egal. Theoretisch müsste das Ding jetzt hier stehen. Kriegt man nicht hin, ist egal. Die können wir aber umsetzen. Und zwar nach hier. So. Wunderbar, dann kann das auch weg. Müsste ja passen, ne? Natürlich reicht es wieder nicht. So. Okay. Die haben trotzdem alle keinen Strom, weil das Umspannwerk nicht verbunden ist. Weil es alles doof ist. Das Umspannwerk. Wann haben das eine Verbindung? Hast du hier schon Verbindung? Nee, jetzt. Sie ist Draht nicht. Klar, das ist eine Verbindung hier die ganze Zeit schon. Das zeigt wieder nur nicht an. Ganz kurz ziehen, ne? Okay. So ungefähr. Das Ding ist ja hier mit dran. Okay. Umspannwerk ist angeschlossen. Einmal ganz kurz gucken. Wir verbrauchen im Moment 2,1 Watt. Megawatt, Entschuldigung. Gut. Okay, also. Das Ding braucht noch Eisen. Zahnräder. Die kommen sofort. Und auch ein paar Schaltkreise. Jetzt gucken, was fehlt. Theoretisch Eisen. Jetzt steht das Umspannwerk im Weg. Nein! Mach doch noch mehr Scherze. Echt nicht wahr? Umspannwerk ist angeschlossen, das ist angeschlossen, das Ding hat erstmal keine Verbindung, ist egal. Okay. Auf ein neues. So. Problem ist nämlich, ich brauche hier nur einen mehr. Von den langen Greifarmen. Wenn ich ein bisschen mehr Eisen haben will. Für die Produktion. So, aber das Ding ist eh im Moment voll, aber. Moment. Diesen da. Und ein paar davon, ein paar davon. Ich gebe den Ressourcen natürlich. Blub. Und blub. Okay, das Ding noch. Oh, Eisen. Wir sehen, woran es mangelt. Wieder Eisenzahnräder. Jetzt machen wir hier mal ganz kurz diese. Alles hat er genug, nur keine Eisenzahnräder. Das heißt, noch zwei davon. Okay, das heißt, das haben wir soweit fertig. Okay, wunderbar. Dann eine passive Anbieterkiste. Die können wir theoretisch sogar hier hinsetzen. Was ich aber nicht so toll finde, wir setzen die mal hier ans. Vielleicht brauchen wir es nochmal. Bringen wir es mal hier hin.
einfach nehmen. So. Und einmal hier ganz kurz definieren. So. Uns fehlen Eisenzahnräder. Wer hätte es gedacht? Irgendwas ist immer. Okay. Was fehlt jetzt? Eisenplatten. So. Okay. Machen wir ein paar. Bisschen was von jedem. Okay. Die Kiste sammelt jetzt wunderschön die Wissenschaftspakete an. Das Ding arbeitet. Ich brauche hier keine Geschwindigkeit. Da kann einfacher hin. So schnell sind die Dinger nicht. Hier theoretisch auch das Ding gibt ein als Rezept aus Putsch. Reicht. Wir brauchen halt schnell Eisen. Das heißt, wir haben zwei lange. Denn langer liegt so von der Geschwindigkeit, was ich mitgekriegt habe. Ich bin mir unsicher, zwischen dem normalen Greifarm und dem schnellen. Es gibt leider keine schnellen langen. Was doof ist. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Könnten theoretisch hier nochmal einen Verteiler reinpacken und das hier irgendwie noch hinvolvieren und ach, weiß der Geier. Wisst du was? Das gefällt mir gar nicht so schlecht. Was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Nichts, es verbindet sich nicht. Yes! Okay, sehr gut. Oh, jetzt können wir wieder das Ding hier runtersetzen, ne? Oh, Manno! Egal, ich lasse es jetzt so. Keine Lust mehr. Theoretisch hätte auch die komplette Apparatur ein nach links gekonnt. Weil ich ja jetzt hier drüben die Fließbänder mache und nicht hier. Das große Gedanke war nämlich, ich mache hier die Greifarme und da die Fließbänder. Denn hätte ich das gemacht, dann hätte ich hier oben nicht so viel gebraucht. So nur zwei. Was aber im Endeffekt jetzt nicht den Unterschied macht, ob der eine hier ist oder da. Egal. Egal jetzt. Es funktioniert, also was zählt. Okay. Die müssen auch nochmal angeschaltet werden. Das heißt, einmal so, einmal so. So. Okay, einen langen Grabbelarm nach hier. Habe ich hier... Geben die schon aus? Warum geben die nach da aus? Das ist doof, warte mal. Das sehe ich doch nicht. Da muss man nach hier oben. Und dann nochmal einen Grabbelarm. Und dann hier bitte auch einen. Okay. Wow, wir haben erfolgreich 6 Blöcke platziert. Bin begeistert wieder mal. Ja, jedenfalls, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben jetzt die passive Anbieterkiste für Wissenschaftspaket 1 und 2. Das heißt, wir können theoretisch jetzt schon mal einfache Forschung machen, die wir natürlich alle schon abgeschlossen haben. Die noch nicht. Batterieaufrüstung. Das können wir theoretisch dann schon machen. Mit unserer jetzigen Automatisierung. Was ich nämlich dann machen würde, wäre zum Beispiel drüben, wenn es jetzt anbietet, vom Platz her, würde hier eine Kiste sein, die von jedem so ungefähr 100 hat. Von jedem Wissenschaftspaket. Das heißt, wir haben hier 100 drinne, hier 200 in den einzelnen Kisten. Roboter transportieren es dann hin und her. Und danach haben wir hier so eine Linie, die nach unten geht, wo dann halt die ganzen Dinger drauf sehen und hier an der Seite dann die Forschungsteile, die es runternehmen. Das war nämlich meine Idee, dass wir es einfach mit Robotern machen. Ist zwar nicht der schnellste und effizienteste Weg, aber es ist ein Weg. Ist besser als nichts. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich auch noch die Kohle hier runter transportieren über Conveyors. Ich bin kurz davor, das zu tun. Damit wir die Roboter komplett entlasten, was das angeht. Wir haben nicht durch Zufall unten noch irgendwo Kohle? Nee. Nichts, was man gut erreichen kann. Aber
Es ist schon weniger geworden wieder, ne? So ein bisschen hier in der Mitte jedenfalls. Und hier ist auch viel Umweltverschmutzung schon weggegangen. Oh, das gefällt mir. Ach, das ist schön. Das heißt, hier oben haben wir noch die Umweltverschmutzung durch die ganzen, wer sind sie? Bergbaustationen hier. Ich meine, wir kriegen die Umweltverschmutzung mit 3 Teilen runter auf 1,8. Ist aber immer noch sehr hoch. Und die Dinger laufen ja die ganze Zeit. Das heißt, wir brauchen noch mehr Effektivitätsmodule. Das heißt, wir brauchen Effektivitätsmodul 2. Dafür brauchen wir Prozessoreinheiten. Die brauchen noch Schwefelsäure. Den Rest haben wir. Das heißt, wir könnten uns theoretisch das nächste Mal ein bisschen an Schwefelsäure setzen. Wir brauchen Schwefel. Also. Wenn wir Schwefel brauchen, dann ist das ja wunderbar. Denn Schwefel ist ein Feststoff. Das heißt, wir können mit Wasser und Petroleum hier oben noch Schwefel generieren. Packen das auf ein zweites Fließband, was nach hier oben geht, und können hier oben direkt verarbeiten und können die Teile nutzen. Na wunderbar. Und dann machen wir hier das Ding einfach hin und dann geht's nach hier. Klasse. Und das nächste Mal. Meine Nase ist schon wieder zu. Wir haben 6 Minuten überzogen, es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Meine Nase killt mich gerade schon wieder, warum auch immer. Jedenfalls, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann sind wir vielleicht ein bisschen produktiver und schaffen mal mehr, als jetzt hier 20 Mal zu überlegen und zu planen. Und, ach, egal. Ne? Auf Wiedersehen. Tschüss.